Ja, willkommen bei deiner heutigen Achtsamkeitsmeditation, deine ganz persönliche Auszeit. Und komm erst einmal an, hier und jetzt. Nimm eine Position ein, die jetzt im Augenblick für dich gut und richtig erscheint. Das kann eine sitzende oder auch eine liegende Position sein. Eine Position, in der du auch die kommenden 30 Minuten gut und angenehm verweilen magst. Und während du dich richtig einrichtest in deiner Haltung, deiner Position, das ist eine äußere Haltung, aber auch eine innere Haltung, die wir ganz bewusst einnehmen. Und je mehr wir in unserer Haltung ankommen, können wir auch die Gedanken des Tages fallen lassen. Und das gelingt uns dadurch, dass wir unsere Aufmerksamkeit von den Geschehnissen des Tages auf den gegenwärtigen Moment richten. Unterstützend ist dabei, wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf unseren Atem richten. Ganz genau beobachten, wie dein Atem in dich ein- und aus dir herausströmt. Bei der Einatmung hebt sich ganz leicht dein Brustbein, die Schultern heben sich, auch dein Bauch tritt ganz leicht nach vorne und senkt sich mit der Ausatmung wieder. Gleichzeitig weitet sich auch dein Brustkorb und die Rippenbögen. Und nimm diese Bewegung ganz aufmerksam wahr. Sage zu dir selbst: Ich bin hier und jetzt. Ganz aufmerksam verfolge ich diesen einen Atemzug. Nimm auch den leichten Lufthauch an deinen Nasenflügeln wahr, bei der Einatmung wie auch bei der Ausatmung. Und wie weit kannst du deinen Atem auf seiner Reise durch deinen Körper beobachten, ihn buchstäblich dabei begleiten? Wir atmen ein, Schultern und Brustbein heben sich, unsere Rippenbögen weiten sich. Der Bauch tritt ganz leicht nach vorne. Und vielleicht hast du schon beobachtet und gemerkt, dass du bei der Einatmung etwas tiefer in deine Unterlagen, in dein Kissen sinkst. Oder sich dein Gesäß, dein Po
deine Oberschenkel, vielleicht auch deinen Rücken etwas tiefer und fester an die Unterlage anschmiegt. Und auch dies einfach nur beobachten. Und falls deine Füße Kontakt mit dem Boden haben oder du noch leichte Schuhe oder Strümpfe trägst, kannst du auch in deinen Füßen wahrnehmen, wie der Druck ganz leicht sich verstärkt mit der Einatmung und wieder senkt mit der Ausatmung. Und dabei schmiegen sich unsere Füße etwas mehr an den Boden an oder an das Leder oder Stoff oder auch Wolle unserer Schuhe oder Strümpfe. Und auch dies einfach nur beobachten. Sage noch einmal zu dir selbst: Ja, ich bin hier und jetzt. Ganz aufmerksam beobachte ich diesen einen Atemzug. Und immer wenn unsere Gedanken abschweifen, wie Wolken, die vom Himmel davongetragen werden, holen wir unsere Aufmerksamkeit zurück zu unserem Atem, zu unserer Haltung, zu unserem Körper, der Kontakt mit der Matte, dem Stuhl, dem Sitzkissen, der Matratze, Sofa, was auch immer hat. So lernen wir unsere Aufmerksamkeit ganz bewusst auszurichten und lenken. Nimm auch den Kontakt deiner Augenlider zueinander wahr. Deine Lippen, die sich ganz leicht berühren oder auch leicht geöffnet sind. Fühle die Position deiner Zunge in deinem Mund. Erahnst du, wo deine Augenbrauen beginnen? Und wo sie enden. Dein Haaransatz an den Schläfen, Stirn, hinter den Ohren oder im Nacken.
Welche genaue Form deine Ohrläppchen haben und die Ohrmuscheln, die daran anschließen. Und während wir all diese Dinge ganz aufmerksam beobachten und wahrnehmen, ist es wie eine Wanderung zu uns selbst, während Ruhe und Stille in uns einkehren kann. Und je mehr Ruhe in unserem Geist entsteht und die Aktivität unserer Gedanken nachlässt, desto mehr beginnen wir zu hören, der Stille zuzuhören. Achte auf die Worte zwischen den Zeilen, die Lücke zwischen den Buchstaben und der Raum zwischen den Wörtern, deinen Gedanken. Verbinde dich ganz mit der Wahrnehmung. Das Hier und Jetzt. Lausche der Stille um dich herum. Und welche feinen Geräusche wir zwischen dem Lärm unserer Gedanken wahrnehmen können. Vielleicht das Knistern der Heizung, einer Kerze, eines offenen Feuers im Kamin. Oder das Rauschen in den Heizungsrohren oder eines vorbeifahrenden Autos. Oder das Schlagen einer Kirchturmuhr. Was hörst du noch? Falls du nichts hörst, welches Geräusch macht dieses nicht?
Verbinde dich immer mehr mit dem Schweigen, der Stille, der Ruhe in dir und außerhalb von dir. Ohne Worte. Lass dafür die Gedanken weiterziehen, wie Wolken am Himmel. Halte sie nicht fest. Renn ihnen nicht nach. Verweile in der Stille, der Ruhe. Einatmen, um dich mit der Stille zu verbinden. Ausatmen, um ganz zur Ruhe zu kommen. Hier und jetzt. Hast du schon einmal ein Staubkörnchen zu Boden fallen hören? Einen Tautropfen aus einer Nebelwolke. Oder den Sonnenstrahl in dem Moment, wo er die Erde oder dein Gesicht berührt. Lass dich ganz erfüllen von der Stille. Und ihrem vollendeten Klang. Und heiße alle
Geräusche, die du wahrnehmen kannst, willkommen, denn sie sind Rhythmus in der Musik der Stille. Klang. Der entsteht, wenn die Stille unterbrochen wird. Und schwinge dich ganz auf die Frequenz der Stille mit ihren zarten Klängen ein. Als wolltest du genau in ihrer Tonlage mitschwingen, mitklingen. Einsteigen in das große Summen des Universums. Weit entfernt von uns, in fernen Galaxien, entsteht und aus ihnen hervorgeht. Lass dich von diesem Sound, dieser Frequenz der Stille davontragen. Wie eine Seifenblase, die durch die Lüfte schwebt. Ganz schwerelos. Du bist hier und jetzt. Ganz aufmerksam erfährst du den Raum ohne Worte, den Klang der Stille. Einatmen. Um dich noch tiefer mit der Stille zu verbinden. Ausatmen. Um der Ruhe Raum zu lassen. Lass auch deinen Körper ganz eins werden. Mit der Tonleiter der Ruhe.
wie ein großes Staunen. Nur wahrnehmen. Dein Sein. Hier. Und jetzt. Die Ruhe, die aus der Stille hervorgeht, vermag alle Anspannung zu lösen, Druck von uns nehmen. Die Ruhe, die in uns beginnt, wenn wir die Worte zurücknehmen. Und die an ihre Stelle tritt. Einatmen, um dich mit der Stille zu verbinden. Ausatmen, um noch mehr der inneren Ruhe Raum zu geben. Du bist hier und jetzt. Ganz aufmerksam verfolgst du diesen einen Atemzug. Dankeschön. Ich danke euch sehr.